Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Journal with me Video. Irgendwie so in der Art. Also es ist ein bisschen zweigeteilt. Ich habe die Kamera heute Vormittag einfach ein bisschen mitlaufen lassen. Und ich hatte eine kleine Journal Session und habe hier in meinem Hobonichi angefangen. Und habe noch so ein bisschen die letzten paar Tage nachgeholt, die mir gefehlt haben. Denn die letzten 2 Wochen bin ich nicht so doll zum Journalen gekommen. Deswegen hatte ich dieses Wochenende ein bisschen was zum Aufholen. Aber naja, ihr kennt mich ja. Ich überspringe großzügig Tage, an denen jetzt nicht allzu viel los gewesen ist. Deswegen hat die Aufholjagd gar nicht so lange gedauert. Also es ging voll klar. Und ja, hier hole ich gerade eben den 2. und 3. Februar auf, also den Freitag und den Samstag. Also gar nicht so lange her, also gestern und vorgestern im Prinzip. Und ja, im zweiten Teil hatte ich noch ein bisschen Lust weiterzumachen und habe seit Ewigkeiten mal wieder eine kleine Wochendeko in meinem Trollos Notebook Passport gemacht. Und naja, da kommen wir aber eh später noch dazu. Ja, wie läuft's derzeit so mit meinem Gejournale? Ich weiß gar nicht, was mein letztes Video war. Ich glaube, der Planer Rückblick, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also bisher läuft's ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also vor allem im Hobonichi bin ich jetzt ganz gut aktiv, jetzt bis auf die letzten 2 Wochen. Okay, das vergessen wir jetzt einfach mal. Aber sonst, habe ich mich ganz gut geschlagen, glaube ich. Und mein Plan geht soweit ganz gut auf, dass ich diese Hobonichi-Style-Datum-Sticker hier verwende. Und das gefällt mir ganz gut, so vom gesamten Look and Feel her. Und ja, ich finde die Zitate unten auch ganz schön. Ich hatte ja in einem der letzten Videos erzählt, dass mir das so ein bisschen gefehlt hat in diesem kompletten Blanko-Notizbuch. Und damit kriege ich wieder so ein bisschen mehr dieses japanische Feeling, weswegen ich ganz ursprünglich ja mal mir den Hobonichi gekauft hatte. Und ja, das macht mir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Spaß und mal ganz unter uns gesprochen. man hat auch ein bisschen weniger Platz zum Ausfüllen. Also ich bin gar nicht so traurig darüber, dass diese Zitate da unten in Anführungszeichen so viel Platz wegnehmen. Denn somit ist so eine kleine A6-Seite relativ schnell gefüllt, wie man jetzt hier gesehen hat. Ja, was habe ich so gemacht hier drin? Also ich hatte mich ja entschieden, hier erstmal mit den Tombos anzufangen, mit dem Kolorieren. Einfach, ja, weil ich mal wieder Lust darauf hatte, dass die Illustrationen wieder so ein bisschen aus einem Guss aussehen. Das ist bei Gouache und Aquarell, finde ich, immer so ein bisschen schwieriger, weil die Farben ja schon meistens, je nachdem, wie man sie zusammenmischt oder eben auch nicht, unterschiedlich aussehen. Und bei Tombows hat man ja immer die gleichen Farben. Und somit ist so eine gleichbleibende Farbpalette irgendwie immer vorhanden, die sich so ein bisschen durchzieht. Und das finde ich gerade ganz schön mal wieder. Wer weiß, vielleicht kriege ich irgendwann wieder einen Rappel und bekomme irgendwann wieder Lust, hier mit Gouache oder Aquarell irgendwas zu machen. Aber derzeit bin ich ganz zufrieden mit den Tombos, auch wenn ihr jetzt hier seht. Ich habe es gerade ganz kurz umgeblättert, die Seite. Was mir schon aufgefallen ist, also das ist ja dieses neue Tomo River Paper S, oder wie das heißt, glaube ich, irgendwie so. Also bisher, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel herumexperimentiert mit dem Papier, aber ihr seht schon, also hier habe ich versucht, so ein paar Tombow-Farben ineinander zu blenden. Das geht noch ganz okay, aber jetzt ziehe ich gerade die Strohhalme von den Bubble Tees und dieses Rosane ist dann quasi über den anderen Farben drüber. Und da merkt man schon, dass das Papier da so ein bisschen damit nicht ganz so gut klarkommt wie das alte Papier. Also da konnte man ja schichten, wie man wollte. Also ich glaube, mir ist es wirklich selten passiert, dass da wirklich Farbe durchgegangen ist durch das Blatt.
Und hier passiert das irgendwie schon gefühlt nach 2, 3 Schichten von Tombos, die man übereinander macht. Und das ist schon ein bisschen, naja, nicht eine ganz so gute Erfahrung, sag ich mal. Ich hatte auf Instagram mitbekommen, dass ein paar andere auch Aquarell auf dem neuen Papier gemalt haben, also mit Aquarell oder anderen Medien, und auch eher so wenig zufrieden waren bisher mit dem Papier. Ja, mal sehen, wie sich das jetzt hier bei mir noch so entwickelt. Bisher finde ich es ganz in Ordnung, aber ich finde das alte Papier auf jeden Fall um einiges schöner. Ja, hier habt ihr gerade ganz kurz gesehen, ich war vor 2 Wochen, glaube ich, mal beim ID und habe mir die neueste Frühlingskollektion mitgenommen, also dieses Washi-Tape-Set, was ihr gerade gesehen habt. Das habe ich jetzt hier auf der rechten Seite verwendet, eines davon. Finde ich auf jeden Fall ganz süß. Und dann gab es so ostermäßig so ein paar lustige Hasenillustrationen. Die sind jetzt heute hier nicht zum Einsatz gekommen, aber ich hatte die vor kurzem irgendwann auf Instagram gezeigt und hatte da auch sehr viel Rückmeldung bekommen, dass manche von euch auch die Hasen ganz lustig gefunden haben. Und ja, ich finde es einfach für Ideeverhältnisse einfach einen anderen Illustrationsstil irgendwie. Also mich würde es auch mal interessieren, mit welchen Künstlern die zusammenarbeiten. Ja, aber so generell finde ich es auf jeden Fall ganz cool und habe mir zum Beispiel auch einen größeren Hasen auf meine Handyhülle geklebt, weil ich das so lustig fand. Ja, da ist der goldene Glitzer leider mittlerweile abgegangen und der Hase ist einfach schwarz geworden, aber ist okay. Ist wahrscheinlich auch nicht dazu gedacht, dass das an einem Gegenstand dran geklebt wird, den man tagtäglich in der Hand hat, und naja. Also ich habe damit gerechnet, sagen wir es mal so. Gut, jetzt bin ich wieder ganz schön abgeschwiffen. Ihr seht jetzt hier ein kleines Washi-Tape, was gerade zum Einsatz kommt. Da möchte ich mich auch an dieser Stelle gerade nochmal ganz herzlich dafür bedanken, denn ich habe diese Woche eine sehr schöne Happy Mail von der lieben Izzy von Hearts Failing bekommen. Und ja, fand das auf jeden Fall sehr, sehr cute. Naja, und irgendwo wollte ich auf jeden Fall diese kleinen Katzen mit unterbringen. Und ich hatte hier unten noch ein bisschen Platz und habe das mal dafür genutzt. Ja, ansonsten bin ich jetzt mit dieser Doppelseite fast fertig. Damit bin ich jetzt auf einem ganz guten Stand hier wieder in meinem Hobonichi-Journal. Und ja, bisher gefällt es mir wirklich ganz gut. Ich blätter jetzt hier nochmal, glaube ich, durch die letzten paar Tage durch. Also die habe ich gestern aufgeholt, so ein bisschen aus den letzten beiden Wochen. Hier sind noch die Schnipsel von meinen Datumstickern, die übrigens printables sind, über mein Patreon zu erhalten, falls ihr Interesse daran habt. Und so, jetzt blätter ich mal zurück. Genau, hier hatte ich über letzte Woche oder diese Woche noch ein bisschen gejournalt. Dann hier, diese riesige Katze war auch auf einem Stickersheet von Izzy mit dabei. Und ich fand sie so cool und musste sie unbedingt hier direkt mal verwenden. Und ja, so sieht es derzeit in meinem Hobonichi Journal aus. Und dann war es mir noch nicht genug heute Vormittag. Und ja, ich hatte mal wieder Lust auf eine Wochendeko, jetzt wo so viele wundervolle Wochendeko-Videos in meiner Abo-Box waren. Also ja, sehr schön, dass gerade so viele fleißig am YouTube-Videos produzieren sind. Ich finde es sehr cool. Und ja, hat mich wieder dazu motiviert und inspiriert, auch mal wieder eine Wochendeko zu machen. Und hier sind wir. Meine letzte hier in diesem Insert war vom Dezember irgendwann, und dann, ja, gab es wieder stressigere Zeiten, wo ich nicht dazu gekommen bin. Aber genau aus diesem Grund habe ich ja ein undatiertes Insert und ja, kann jetzt einfach nahtlos quasi weitermachen. Genau, hier habe ich gerade noch einen Sticker aus meinem aktuellen oder aus dem Januar-Sticker-Sheet von meinem Patreon verwendet.
Ich glaube, ich habe das bisher gar nicht auf YouTube kommuniziert, aber nur damit, falls ihr das über Instagram noch nicht mitbekommen habt. Ich habe seit diesem Jahr jetzt quasi noch ein paar weitere zusätzliche Level auf meinem Patreon. Und unter anderem gibt es jetzt auch den Sticker Club, wo es jeden Monat ein Stickersheet von mir gibt. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich will mich nicht selber loben, aber ich habe das sehr gerne verwendet. Unter anderem dann eben auch hier in dieser Wochendeko. Ich fand das ganz cute. Und ansonsten wollte ich auf jeden Fall mal diese ganzen schönen Sticker von Izzy verwenden, die ich ja die Woche erhalten habe. Da seht ihr sie nochmal. Finde ich auf jeden Fall sehr schön und sie illustriert sie auch selber. Und hier, genau, da zeige ich es jetzt nochmal, war vorher die Katze zu sehen. Ja, noch eine Seite. Da. Die war da in der Mitte in dem einen Stickersheet, was man hier gerade sieht. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und vor allem dieses Stickersheet, was jetzt hier oben ist mit den alltäglichen Sachen, da ist gefühlt wirklich einfach alles dabei, was ich für eine Wochendeko gebrauchen könnte. Also ich hätte jetzt auch hier den Bubble Tea aus dem Stickersheet verwenden können, aber ich wollte mal wieder seit Ewigkeiten diesen La Dolce Vita Stempel hier verwenden. Denn ja, der ist schon länger nicht mehr zum Einsatz gekommen. Ansonsten klebe ich hier die kleine Switch hin, denn Jan und ich sind gerade wieder sehr fleißig dabei, im Koop-Modus The Binding of Isaac zu spielen und das macht gerade sehr viel Spaß. So auch heute Morgen, deswegen klebt da auch die kleine Switch. Dann habe ich jetzt da oben auf der rechten Seite noch die Katze ersetzt. Irgendwie hat mir die schwarz-weiße vorher nicht ganz so gut gefallen, weil sie nicht so viel Platz ausgefüllt hat. Und da wollte ich etwas Größeres dabei haben und genau, habe jetzt die Katze nochmal ersetzt. Dann hatte ich jetzt hier am Mittwoch und Dienstag ganz viel an den Patreon-Sachen für Februar gearbeitet. Deswegen habe ich da diese kleine Watercolor-Palette dazu gemalt. Nee, gemalt ist sie nicht. Sie ist aus diesem Stickersheet hier. Dann das Marmeladenglas steht fürs Einkaufen für meinen Vater. Das hatte ich zu Montag hingeklebt. Das war auch aus meinem Patreon-Stickersheet. Und jetzt schaue ich, was ich hier nochmal an Blautönen nochmal wieder verwenden kann, damit das nochmal wieder auftaucht. Und da habe ich dieses kleine Blümchen und diesen kleinen Stern noch mit dazu geklebt, obwohl der nicht blau ist, aber ich fand ihn trotzdem süß. Und genau, jetzt stempel ich noch diesen kleinen Rahmen. Und ich glaube, das war es dann so langsam. Und ich gehe jetzt dann, glaube ich, so langsam ins Schreiben über. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, diese Stickersheets hier von Izzy gibt es jetzt seit heute auch in ihrem Beacon-Shop, heißt das, glaube ich. Als Printables könnt ihr gerne euch erwerben. Ich werde es euch mal in der Infobox verlinken. Da gibt es noch andere Printables, einige davon sind auch kostenlos zum Beispiel, unter anderem auch mit Bubble Teas oder Planern, also Filofax The Originals, da hat sie ein paar Printables in verschiedenen Farben auf ihrer Shopseite. Und ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich muss mich da auch nochmal durchstöbern und mich mal hinsetzen und das dann auch irgendwie mal plotten. Ja, bisher bin ich da leider noch nicht dazu gekommen, aber das werde ich auf jeden Fall machen. Jetzt habe ich ja erstmal noch ein paar auf Vorrat von Izzy, aber ja, wie gesagt, also die könnte ich irgendwie gefühlt in jeder Wochendeko verwenden. Insofern werde ich mich da auf jeden Fall mal umschauen. Genau, das wollte ich euch auf jeden Fall noch erzählen. Ansonsten fülle ich gerade noch die leeren Stellen noch ein bisschen mit diesen klitzekleinen Stempeln. Die sind wirklich eines meiner Favoriten auf jeden Fall. Also ich verwende die super gerne. Früher habe ich da immer einfach überall Pünktchen hingemacht. Jetzt fülle ich den Platz mit diesen kleinen Stempeln. Und das macht auf jeden Fall einiges her. Die restlichen Stellen, da seht ihr es gerade auch, verdudel ich so ein bisschen und mache da irgendwelche Glitzersternchen hin und ja, was weiß ich nicht alles, irgendwelche Pünktchen und keine Ahnung was. Ich finde es auf jeden Fall sehr süß, deswegen mache ich das.
Ja, ich ertrage es gerade nicht so gut, wenn da auch nur ein bisschen Platz leer bleibt. Also wird alles mit Sternchen ausgefüllt, was noch irgendwie leer ist. Ja, damit sind wir jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche und bis hoffentlich ganz bald mal wieder. Tschüssi!